Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Eigentlich wollte ich in die Hütte rein. Zollhütte? Warum kann ich denn nicht in die Hütte rein? Warum ist er eigentlich hinten rumgegangen? Ich wollte nach vorne rein. Wir versuchen mal den Vordereingang einfach zu nehmen. Vielleicht klappt das ja. Hallo? Nö, nee, macht er nicht. Okay, gehen wir tiefer in den Wald rein. Oh, Bucheckern. Einige Bucheckern liegen noch da. Aber den Spuren nach zu urteilen, hegen Eichhörnchen auch Interesse. Warum sind das jetzt nur zwei? Nehmen wir doch mal die Bucheckern mit. So, und da vorne war was. Kalkstein. Roher Fels. Ragt aus dem Boden. Wäre ich Steinmetz, wäre er mir bestimmt nützlich. Was sagt denn die Bibel zu Rubenfels, zu Kalkstein? Die Form solcher Steine ist mir Beweis, dass der Herr all dies geschaffen hat. Auch die Form der Blätter und von Schneckenhäusern. Der Herr hat sie gemacht und er hat sie gut gemacht. Okay. Kommen wir hier weiter? Nee, was sagt denn die Bibel über Bucheckern? Nichts. Hätte ich mal vorher machen sollen, was? Dann gehen wir zurück. Aus irgendeinem Grund haben wir hier Bohreckern. Na doch, Hütte! Da muss doch was gehen. Sag mal, was stimmt denn da nicht? Ich kann da nicht reingehen. Oh, ein Loch im Eis. Eine Mahnung, auf dem rechten Weg zu bleiben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ich bitte, dass ein Tier im Eis war. Ich schätze doch mal, ne? Brücke, Fluss. Brücke in schlechtem Zustand. Vernachlässigung fordert ihren Tribut. Bald nicht mehr zu reparieren. Na ja, komm, wir setzen uns auf unser Pferd und reiten in den Sonnenuntergang oder sowas. Okay, dann gehen wir nur die Straße nach Kingsbridge. Müssen wir jetzt laufen? Warum eigentlich? Gut, ihr wollt das Pony ja nachbringen, ne? Aber... Oh, was? Nee, was hast du denn gesagt? Ich hab doppelt geklickt. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Viele Diener der Priorei fort. Dorf fast verlassen. Priorei konnte sie nicht bezahlen. Die Mönche von Kingsbridge und ihre Diener. Wer von ihnen wohl ein frommeres Leben geführt hat? Hä? Wo kann ich denn dahin? Gebäude bei den Feldern. Nur das Gebäude bei den Feldern. Mühlentür. Sie haben die alte Mühle verfallen lassen. Jetzt zahlen sie für die Nutzung der Mühle im Nachbardorf. Das ist natürlich unglücklich, ne? Ein schäbiger Futtertrog. Verschwendung von Tuch. Wenigstens frisches Heu. Können wir dann was mitnehmen? Nanu, was passiert denn jetzt? Ob wir warten, bis das Schaf weggeht? Ja. Warum ist hier abgeschlossen? Weg zum Kloster. Wir gucken nochmal rechts eben. Ich will den Schafen nicht das Heu klauen. Man wird doch nochmal gucken dürfen, oder? Ach.
Suche Friar James. Ja, dann gehen wir zur Kirche. Ist ja unsere aktuelle Aufgabe, ist Friar James zu suchen. Dann machen wir das mal. Weg zum Dorf, Kloster. Weit weg von Shearing. Adelige kommen nur an Festtagen. Ja, sie kommen nur, weil die sie kommen nur, weil hier die Kathedrale ist. Naja. Ja, lauft da doch hin. Tor. Da. Geht's zum Tor. Piorei Kingsbridge. Oh oh. Wow, okay, jetzt aber viel zu gucken. Oh oh. Oh, die Stallung. Run, danke für den... erstmal herzlich willkommen, danke für den Host. Ein schrecklicher Gestank. Sollte man ausmisten, die ganze Priorei in Saustall. Ja, scheint wirklich nicht gut erhalten zu sein, ne? Eingestürzter Turm, eine Schande, immer noch alles voller Schutt. 4 Jahre seit dem Blitzschlag. Die Moral liegt auch in Trümmern. Einzige Kathedrale in Shearing. Weit weg von allen Städten. Besucher kommen nur an Feiertagen. Wenigstens der Kreuzgang hält weiter stand. In San Sean kontemplieren wir im Freien. Doch meine Schäfchen sind zufrieden. Die Küche, wie ein Zuhause. Immer gut, Milius und Cuthbert zu sehen. Sie verdienen eine bessere Priorei. Wenigstens das sieht gut gepflegt aus, das Gästehaus. Gastmeister, ein frommer Mann. Zu früh für seine Ruhe stürmt. Gebt Acht auf euch selbst und auf die Kirche Gottes, die er mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Marike, hallo. Okay. Was ist denn das für ein Pferd hier? Das war nicht meins, das ist ein Pferd. Ich habe ja einen Bonny. Eine prächtige Stute. Sie muss einem Gast gehören. Einem Edelmann? Ja, dann gehen wir nochmal zum Haupttor. Oder ins Gästehaus. Ist wahrscheinlich auch verschlossen. Hm. Natürlich. Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht ist der Seiteneingang offen. Ja, dann versuchen wir es dann mal. Im Kreuzgang. Da ist offen. Und ich sah, als es das 6. Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Hier ist auch niemand. Ja, wo sind sie alle? Ich habe doch eben jemand gehört. Danke. Hier halten die Brüder Wahlen ab, die einzige Zeit, wo alle Brüder gleich sind. Vor langer Zeit waren alle Mönche gleich. Möge die Heilige Schrift meine Brüder in all ihren Entscheidungen leiten. Okay, mal zurück. Der Weg zum Friedhof, okay. Nee, wir wollten aber jetzt nicht raus, wir wollen erstmal drin bleiben. Ah, oh, ein Garten. Der Winter fordert sein Tribut. Einen Samen zu sehen, ist wie einen Novizen zu lehren. Großes kann daraus entstehen. Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe und fruchtbare Bäume auf Erden. Und Gott sah, dass es gut war. Oh, wir sind ja doch mehr Leute, was? Ja, hallo zusammen. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Ach ja, der Teufel ist ja gekommen. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es. Und ich tue es auch. Der ist tot, James? Aber der Herr spricht... Weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde. Prior James? Ist der eines natürlichen Todes gestorben? Francis? Schweigt still!
Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Wo ist denn jetzt James? Amen. Doch verstorben oder weg? Es klang so, als hätte er sich nur umbenannt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das dachte ich mir, ne? Der ist tot und das ist sein Nachfolger, meine ich doch. Die Antwort war ein bisschen komisch eben. Ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest, Philip? Besser als in unserem Mutterhaus Kingsbridge, wie es scheint. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James darüber zu reden. Die Stimme von dem Alten kenne ich doch. James hat getan, was in seiner Macht stand. Wärst du hier gewesen, dann wüsstest du das. Es tut mir leid. Ich hätte nicht. Nein. Du hast recht, Philip. Ohne eine feste Hand am Ruder kommt ein Schiff leicht vom Kurs ab. James war ein guter Mensch. Natürlich war er das. Bitte vergib mir. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Gandalf aus Herr der Ringe zum Beispiel. Ja, es kann hinkommen. Es ist aber etwas anders. Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Ja, wie ist er gestorben? Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben? Das ist doch kein natürliches Ableben. Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Warum dachte ich mir sowas eben schon? Oh nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Warum? Wir haben seine Leiche nie gefunden. Ach, nicht mal das. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philip. Du findest mich in der Kathedrale. Da ist doch was im Busch. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philip. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Milius. Was macht Francis hier? Und wo ist er? Wenigstens war es nicht Remigius, der uns bestraft hat. Erinnere mich, als ich so jung war. Ich hatte so viele Fragen. Gestern habe ich aber hier sollten Sie leiser reden. Er hat geweint. Eine weitere Tracht Prügel von Remigius. Und er haut ab. Es lasse die das Erde aufgehen, nicht. Gras und Kraut, das Samen bringe unfruchtbare Bäume. Ich hab doch auf die, Jungs da und geklickt. Und Gott sah, das ist... Ja. Ja, sicher. Gut war's. Wer hat das nicht? Aber ich werde nicht gezüchtigt. Jetzt wollen wir mal gucken. Der Kreuzgang ist ein Ort stiller Einkehr. Bisschen strenge schadet nicht. Ja, normalerweise würden wir nicht so laut reden, aber... Aber? Aber was, Brüder? Bist du Philip von Gwynedd? Ja. Dürfen wir dich etwas fragen? Ich weiß, wir sollten dich nicht einfach so ansprechen. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Mhm. Ja, versprochen. Ja, muss ich auch nicht Bruder hier die Milius Frage hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen.
Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister Andrew gemeint hat. Wollte euch nichts sagen? Das finde ich komisch. Er hat es uns sehr übel genommen. Warum? Wir mussten 150 Mal das Vaterunser beten. Warum? Jeder von uns ist Gottes Tempel, denn er hat uns erschaffen. Leider nur der Gastmeister sagte, Prior James habe Gottes Tempel zerstört. Bewegung ist aber wirklich nicht viel drin. Und dass er zur Hölle fahren würde. Aha. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Ich sitze ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Gott weiß es. Gott weiß, warum er aufs Eis hinausgelaufen ist. Es heißt, der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen. Aus vielen Gründen. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. Also sollten wir ihm keinen Raum geben. Weder hier, noch in unserem Herzen. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Was haben wir denn da? Habt ihr meinen Bruder Francis gesehen? Den Priester, der für Robert von Gloucester arbeitet? Er ist dein Bruder? Dein leiblicher Bruder? So ist es. Oh, er ist in der Kathedrale, glaube ich. Ja, ich habe ihn gesehen. Danke. Ihr habt mir sehr geholfen. Okay. Wir gehen mal kurz raus auf den Friedhof. Ah ja, schon mal. Schon tut sich da was. Bruder Arnold. Hat sich ja auch James Krabb ausgehoben. Aber James Krabb ist leer. Wie viele leere Gräber mag es hier geben? Das ist eine gute Frage. Einen Älteren fahre nicht an, sondern rede mit ihm wie mit einem Vater. Wie war das? Ein Bibelwort, Bruder Arnold. Was? Alles ist gut. Vergiss es. Bruder Arnold, wie geht's? Hm? Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Ich mag ihn. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Was? Die Toten sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Aha. Echt jetzt? Was? Francis scheint nicht hier zu sein. Vielleicht hat jemand gesehen, wohin er vom Kreuzgang gegangen ist. So, was können wir hier noch angucken? Die beiden da, die Gräber, die gucken wir uns mal genau an. So wie die Toten, in Erwartung des jüngsten Gerichts. Wie viele sind ohne Sünde? Werde ich ohne Sünde sein, wenn meine Zeit kommt? Das ist eine gute Frage. Wo willst du denn ganz hin? Ich habe doch nur dahin geklickt. Frisches Grab. Noch ein Grab. Noch eine Seele, die ruht und wartet. Jetzt legt man das Grab an, aber da können wir ja sicherlich nichts machen. Was mache ich eigentlich mit den Buchwerkern? Wir gehen mal zu den Novizen da unten. Der Novize, dem ich an der Brücke begegnet bin. Beide sollten arbeiten oder die Bibel studieren. Tja. Halten sie wohl nichts von. So, ein bisschen strenger dazu. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Naja. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Aha. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Klar.
Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte, in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Okay, die haben da überhaupt nichts zu suchen. Das glaube ich gern. Genau, mit der Information gehen wir jetzt erstmal weg hier. Und gehen da erstmal hin. Sie ein bisschen wie ein Krimi. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Ah ja, du. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Na komm. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das. Ja. Und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. So ein Jammer. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Du wirst deine gerechte Strafe noch bekommen. Aber ganz sicher. Ist ja unglaublich. In raus, na Wind. Nee, ich wollte gucken, ob ich im Raum noch was nerve. Gut, können wir aber nicht. Dann gehen wir zum Kreuzgang. Also nochmal. Wir sind alle Gottes Tempel. Wo ist denn hier die. Wir alle. Weil. Wow. Kerze, Kerze, Kerze. James Grab. Kerze. Welch eine Verschwendung. Draußen ist heller Tag, fast. Kerzen sind teuer. Ja, was weiß denn die Bibel der über Kerzen? Der Herr ist mein Licht. Okay, das war mal gängig. Dann gehen wir erstmal nach links zum Grab. Francis. Lea, Leichnam nie gefunden. Was ist in jener Nacht passiert? Was in Gottes Namen ist geschehen? So sieht's aus. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Kerzen waren im Mittelalter ein tolles Gut. Ja, aber die Kirche war schon immer sehr reich. Das. Ne? Der Thron des Bischofs residiert weit weg von Kingsbridge. Ein Bischof kommt nur an. Die Kathedra. Ja. Ich kann dort nicht Platz nehmen. Okay, alles klar. Was sagt die Bibel über die Kathedra? Der Bischof muss die Bibel sehr gut kennen. Mit ihm über das Wort Gottes zu reden. Aha, okay. Risse der Wand. Was hat das zu bedeuten? Wie ein Fingerzeig Gottes. Sind wir unter Ungnade gefallen? Da ist doch der Schlüssel drin, ne? Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Ja, dann hören wir mit. Sie waren da drin. Ja. Ich hab sie. Er hat sie auch gesagt. Mit Kuhfertschlüssel kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Den Altar. Vater, geheiligt werde der Name. Dein Reich komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen,
Amen. Okay. Sprechen wir mit Francis. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Es ist auch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt voraus. Du warst immer kühn. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Die finde ich doof. Das finde ich aber auch doof. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber... Aber ich König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Francis, Notizen. Rivalität um den Thron, Teil 1. Untersuchen. Ah, Dokumente. Francis Notizen über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan, Teil 1 zum 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise, den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Ups, das Call war schnell. Sekunde mal eben. Moment. Wo ist es hin? Etwas schwierig gerade? Irgendwie? Moment. So, bis zu diesem Tag sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Hat ja nichts miteinander zu tun, ne? Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind schon seit langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird, in England. Mathildes Cousin, Stefan von Blois, oder so, kann kein Französisch, ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Das ist ja sympathisch. Karten? Aha. Optionen? Nee, die wollen wir nicht haben. Nicht Gottes Pläne sind doof, weil du Lümmel. Also, dass der König gestorben ist, ja, okay, Schicksal, ist halt so, Gottes Plan, ist in Ordnung. Dass der Prior hier wahrscheinlich umgebracht worden ist, das kann nicht zu Gottes Plan gehört haben. Deshalb fand ich die Antwort doof. Was ich aber nicht nehmen wollte, ich wollte auf gar keinen Fall genau dieselbe irreführende Aussage von dem aktuellen Prior nehmen. Der Teufel hat Kingsbridge ersucht. Ich möchte so einen Unfug nicht unverbal unterstützen. Deshalb habe ich mich dann für die linke Antwort entschieden, die ich aber im Bedacht auf den vermutlichen Mord des Priors auch blöd fand. Darauf war es bezogen. Ich weiß, dass da ein Smiley hinter ist. Ich habe es nur mal erklärt. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Ja, weiß ich, dass wir den verringsten Ritter. Gucken wir mal. Wir können jetzt in viele Türen rein. Das ist ja schon mal sehr schön hier. Wir gehen
In die Gruft. Lass uns in die Gruft gehen. Hui, Eisentor. Hier schläft Herr Dollfuß. Bis zu seiner Auferstehung. Am jüngsten Tage. Verschlossen. Ja, ach komm. Ist ja jetzt nicht so, dass sie Probleme mit hätten, ne? Sarkophag. Die sterblichen Überreste des heiligen Adolphus. Eine der 49 Märtyrer von Cordoba. Liegt und wartet bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Gott wird jene, die da entschlafen sind, durch Jesum mit ihm führen. Dunkelheit. Kann nicht sehen. Wenn ich warte, wird es besser. Ein Gefühl, als würde ich beobachtet. Oh, das ist aber nicht cool. So ein Gefühl. Schauen wir mal, was wir hier finden. Kein Grund, sich zu fürchten. Hallo? Nein, niemand. Da ist keiner. Hab ich denn nicht einen Schritt gehört? Ah, okay, ich muss überall erstmal in die Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Ach ja, dann wird's ja wirklich heller. Ich dachte es mir. Da ist nichts. Okay, gehen wir dahin. Nichts. Irgendwo wird hier was sein. Hallo? Eine Hand? Eine Gestalt. Da oben ist etwas. Gütiger Gott. Okay, das ist keine Taube. Was ist das? Seltsames Wesen. Von der Größe eines Kindes. Aber es flog. Wir machen erstmal die Tür zu, ne? Soll ja nicht rausfliegen können. Nee, geht nicht. Klick mal das Wesen nochmal an. Können wir es einwickeln? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Eine Eule. Meine Güte. Eine Eule. Nur eine Eule. Mann, oh Mann, oh Mann. Eule, nur eine Eule. Sie starrt mich an. Wie kam sie herein? Das ist eine gute Frage. Was weiß denn die Bibel über Eulen? Ich werde später darüber nachdenken. Ach so. Na, okay. Sprech doch mal mit der Eule. Geht sogar. In gewisser Form. Magst du Buch Eckern? Magst du ein Käsetuch? Naja, okay. Kann ich mit dir sprechen oder sowas? Fliegt die irgendwo hin? Wenn ich sie anklicke? Okay, jetzt ist es wirklich nur noch eine einfache Eule. Sehr schön. Nett. Gehen wir nochmal zum Sarkophag. Können wir den aufschieben oder? Ich meine, das macht man natürlich nicht. Liebe Kinder, wenn jemand irgendwo zu Besuch hat, keine Sarkophage aufschieben. Keine Ahnung, was das mit der Eule sein soll. Gut, wir gehen erstmal wieder nach oben. Tür zur Treppe, Weg zum Kreuzgang. Nee, wir gehen erstmal da hinten rechts. Ich sehe gerade, wir sind bei 33 Minuten. Die Zeit vergeht dann doch schneller. Dann würde ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal. Oh, ein Weihwasserbecken. Oh, komm, dann platschen wir noch ein bisschen. Fast leer. Unachtsamkeit überall. Okay. Viele benutzen Weihwasser, als könne es jede Krankheit heilen. Die Heilige Schrift erwähnt nur die Wirkung des Wassers als Mittel, um herauszufinden, ob eine Frau Ehebruch begangen hat. Aber das Wasser stärkt den Glauben der Menschen und gibt ihnen Hoffnung. Das kann niemand leugnen. Okay, alles klar. So, okay, dann verabschiede ich mich. Gehen wir in die nächste Folge.
hinten mal die Treppe hoch und ich bin mal gespannt, was wir hier noch finden. Was ich mich eigentlich in erster Linie frage, ist, wann wechsle ich eigentlich wieder zu der ersten Person? Warum bin ich jetzt, wie gesagt, man spielt drei Personen. Habe ich irgendwie gelesen. Ich dachte nur, man könnte die nacheinander irgendwie so auswählen. Aber scheint so nicht der Fall zu sein. Aber ein Roman ist ja manchmal auch gleich mehrschichtig. Und ich sag mal so, drei Erzählstränge, das sind ja jetzt nicht so viel. Na, ich stamme ja aus einer Zeit, wo Traumschiff noch im Fernsehen gezeigt worden ist. Und da gab es halt 17 Handlungsstränge. Wobei meistens ohne Handlung. Aber ist ja egal. Das gehört jetzt nicht hierhin. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.